Oh nein, Alter, das ist jetzt nicht wahr. Scheiß Russengelümpe. Geht da los. So, jetzt aber. Ja. Leute, sag mal, also, fragst du dich nicht auch manchmal, bist du denn nur noch von Idioten und Psychopathen umgeben? Von Schwachsinnigen und minderbegabten Klapsspaten? Hä? Bist du denn die einzigste Ausnahme zwischen Strunz, blöden Pfeifen und Blödmann, Gehilfenanwärtern? Na, nicht du. Du fragst dich das nicht, ich frage mich das. Ich frage mich, kann es denn wirklich sein, dass du der Einzigste bist, der noch klar denken kann und sich nicht großhirnkastriert durchs Leben durchstimmt? Kann es denn wirklich sein, dass nur noch du der Einzigste Normale bist? Na, nicht du, ich. Du kannst dich natürlich auch fragen, ja. Aber du kannst nicht mehr der Einzigste Normale sein, weil ich habe zuerst gefragt. Und Leute, mittlerweile, ich glaube, das ist so. Ich bin's. Ja, ich bin's. Hier stehe ich. So sieht er aus. Der einzigste noch lebende Normale. Da könnt ihr jetzt einfach mal euer Smartphone rausholen und ein Foto machen. Ja? Ich würde es machen, wenn da einer steht. Ja? Wenn da plötzlich einer steht, der die Debilpest überlebt hat. Der als einzigster noch nicht zum vollkommen umnachteten Hackstock degeneriert ist. Ich meine, ich sag mal so, ich würde mich sozusagen dokumentarisch für die Nachgeborenen festhalten. Damit ich meinen Enkeln einmal sagen kann, guck mal hier, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Und er hat zu mir gesprochen. Der einzigste noch lebende Normale. Einen Menschen, wo sich die Evolution sagt, Bingo! Das ist er. Ziel erreicht, ich will mit einem Exemplar zufrieden sein. Leute, ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja? Was bitte ist an blaue Gartenhortensische Herbstblüher 1,50 Meter, 30 Euro nur an Selbstabholer telefonisch ab 17 Uhr 0351896773 Uwe Wallisch nicht zu verstehen? Welche Frage bleibt da offen? Bei der Anja. Warum ruft die Anja früh 7:30 an? Bin ich da richtig? Ich sage, es kommt drauf an. Sind Sie das? Ich sage, Uwe Wallisch. Und zwar, ich habe hier die Nummer gewählt. Die 0351896773. Bin ich da richtig? Ich sage, es ist meine Nummer. Sind Sie das? Ich sage, wer? Die Hortensche? Sind Sie die Hortensche? Ich sage, ich bin der Uwe. Die blaue Gartenhortensche? Ich sage, ja, die ist noch da. Und zwar, ich habe die Anzeige von Ihnen gelesen. Ich sage, ja, die ist von mir. Blaue Gartenhortensche, 1,50 Meter. Ich sage, gute Frau, ich bin die Anja. Ich sage, Anja, Sie sind richtig, die Anzeige ist von mir. Auf eBay Kleinanzeigen? Ich sage, ja. Blaue Gartenhortensche, Herr... Ich sage, ja. Und zwar, ich wollte mal fragen, ist die noch da? Ich sage, ja, die ist noch da. Wollen Sie die haben? Und zwar, ich bin die Anja. Ja, Anja, und Sie interessieren sich für meine blaue Gartenhortensche. Wenn die noch da ist. Die ist noch da. Ich habe da aber erstmal noch eine Frage. Ich sag, na, fragen Sie. Welche Farbe hatten die? Wer? Die blaue Gartenhortensche. Leute, ich sag's, wie es ist. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Durch und durch. Ja? Bei mir kriegt jeder seine Chance. Guck dir mal hier, vor der Wende, ja, da war ich doch PA-Lehrer, produktive Arbeit. Ja. Und da kamen die kleinen Würsteln aus der 7., die kamen in meinen Betrieb, VEB Getränkekombinat Dresden. So, und da habe ich denen was beigebracht. Spindeln, einschlauchen, prüfen, spunden. So, und wenn da die kleine Marion schon spunden wollte, obwohl sie vorher gar nicht anständig gespindelt hat.
Ehrlich, und mich die kleine Marion dann so mit traurigen Augen anguckte. Ich konnte doch da nicht böse sein. Ich habe dann gesagt, Marion, aus dir wird vielleicht mal eine ganz gute Köhlerin. Also die kleinen Würsteln, ja? Auch wenn sie nicht die hellsten waren, ich habe denen Mut gemacht, dass es für jeden einen Platz gibt. Aber die Anja, ich glaube, für die wäre mir kein Platz eingefallen. Ich sage, Anja, die blaue Gartenhortensie ist blau. Und die ist noch da? Ich sage, ja, wollen Sie die haben? Ich weiß nicht. Wissen Sie, ob die meiner Mutter gefällt? Ich sage, nee. Na, dann lieber nicht. Ich sage, Moment mal, Anja, mag Ihre Mutter blau? Wieso? Wegen der Hortensie. Ist die blau? Ich sage, Anja. Ach so, ja, die ist ja blau, ja. Und mag sie nun blau? Wer? Ihre Mutter. Das weiß ich nicht. Aber die hat eine grüne Sitzecke. Ich sage, und? Na, passt das? Die will dich verarschen, denke ich mir. Ich sage mir, Uwe, es reicht, jetzt verarschst du die einfach mal zurück. Und da habe ich die gefragt, sagen Sie mal, welche Farbe hatten die? Meine Mutter? Ich sage, nein. Oh. Nee, die grüne Sitzecke. Von meiner Mutter die? Von ihrer Mutter die. Und da sagt die Anja, und jetzt haltet euch fest. Gestreift. Ich sage, wie jetzt gestreift? Rotgelb. Ich sage, Anja, das passt. Ja, gut, naja, okay. Und ich habe jetzt aber mal noch eine Frage. Wie sieht denn die aus? Und ich denke mir, oh, endlich mal eine vernünftige Frage. Die blaue Gartenhortensie, gibt es wirklich ganz verschiedene, wie die aussehen können. Ich sage, die doldigen Blütenstände sind zymös und endständig. Langes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Und die ist blau? Ich sage, ja, Anja, aber nur die Wurzel. Sagte Anja. Nur die Wurzel. Und sieht man die? Ich sag ja, nee, selten, Anja. Die Wurzel ist sehr scheu. Oh, die ist scheu. Oh, Leute, ehrlich, wisst ihr, also, ich bin ein friedfertiger Mensch, durch und durch, ausgesprochen. Ja? Ich kann doch keiner fliegen, was... Guck dir mal, nach der Wende, ja? Als ich da raus bin aus dem Getränkekombinat, als sie umgestellt haben auf maschinelle Spindlung und Spündlung, da hat mich dann das Amt zum Schlachthof, ja? Umschulung, am Schlachtschussapparat. Ja, ja. Ja, und Leute, ich muss ehrlich sagen, also, ne. Also wieder die Rinder in der Reihe und ich vorne mit der Nagler 8. Und dann sollte ich... nee, ich konnte das nicht. Wisst ihr, ihr müsst das verstehen. Ich als ehemaliger Lehrbeauftragter an der Abfüllanlage. Und dann sollte ich da... Nee, also wo mich da das erste Rind, ja, so mit traurigen Augen angeguckt hat. Leute, ich weiß da auch nicht, aber ich habe da irgendwie die kleine Marion gesehen. Und die kleinen Ralfs und die Mirkos, die kleinen Würsteln. Versteht ihr, da steht dieses Rind und ich sehe nichts anders als die kleinen Würsteln. Und die Kollegen haben hinten geblägt, von wegen Stau. Und dann habe ich mit dem Rind geredet. Ich habe gesagt, ne Mensch, mach mir's doch nicht so schwer. Ich bin doch auch nur ein ganz kleines Glied hier in der Kette. Ich hab doch nichts zu sagen hier. Mensch, Marion. Wenn ich's nicht mache, macht's doch ein anderer Marion. Wir müssen uns alle umorientieren in der neuen Zeit. Und dann haben die Kollegen mich hinten wieder geplägt. Und dann habe ich nicht... Und danach habe ich geschmissen, Leute. Aber dieser eine Schuss, der verfolgt mich bis heute. Ja, wenn ich vor Gulasch sitze. Mensch, ich komme mir doch selber blöde vor. Ich rede mit Gulasch. Ich sag dann immer, ne Mensch, Marion.
Ne, wärst du mal lieber Köhlerin geworden. Naja, aber jetzt mal wieder zurückzukommen. Also wenn ich damals in dem ersten Rind diese Anja gesehen hätte. Das wäre was geworden mit der Umschulung. Ja, weiß ich nicht, aber wäre mir psychologisch, wäre mir das irgendwie so vorgekommen wie so eine Art Erlösung. Ja, für das Tier. Das ist ja auch so eine Art Gnade. So, ja. Naja, komm, es war eine verrückte Zeit damals. Ne? Ich sag zu Anja. Was soll ich nur mit dir machen? Da sagt die Anja so ganz leise. Ne, ich weiß es doch auch nicht. Und Leute, da ist mir das Herz. Da hat sich in mir geregt, das Mitleid. Und da habe ich dann gesagt, Anja, hör schon mal, das ist wirklich eine ganz hübsche blaue Gartenhortensie. Komm doch einfach mal vorbei, guck sie dir mal an, kannst dich ja immer noch entscheiden. Hm? Anja, wollen wir es nicht so machen? Anja? Bei mir klopft hier immer einer an. Ich sage, ja, Anja, schön, dass du es selber sagst, das glaube ich, nehme ich langsam auf. Und, nimmst du da irgendwelche Medikamente, Anja? Anja? Jetzt hat aufgehört mit Klopfen. Ich sage, na, siehst du, Anja. Aber ich muss mal, sagt sie so ganz süß, ne? Ich muss mal für kleine Gartenhortenschen. Ich rufe dich gleich wieder an, okay? Unter der Nummer, unter der ich jetzt auch anrufe, ne? Also hier die 0351-897731, okay? Ich sage, gut, Anja. So, kaum legt die Anja auf, ging der Sturm am Telefon los. Ein unterbelichteter Rasenkantenstecher nach dem anderen. Wie groß ist denn die Gartenhortensie? Ich sag, das steht in der Anzeige 1,50 Meter. Ach so? Nein, nur dann nicht. Wo kommt denn die Gartenhortensie her? Ich sage, ursprünglich aus Südostasien. Ach so? Na, was Sie hier schreiben, nur an Selbstabholer. Wann blüht denn die? Ich sag, das steht in der Anzeige. Gartenhortensie Herbstblüher. Ach so, ah ja, Wann haben Sie denn gedacht, wann ein Herbstblüher blüht? Nee, das war mir schon klar. Ich wollte es nur noch mal nachgefragt haben. Ach so, warum? Ja, weil Fragen kostet ja nichts, ne? Ich sag, ja, schön. Ja, und? Ich sag, was und? Also, die blüht im Herbst, ja? Ich sag, ja. Aha, wissen Sie, das habe ich mir fast gedacht. Ich sag, ach so. Ja, wegen Herbstblüher. Ist doch schön. Und wollen Sie die jetzt haben? Was? Ich? Nein. Ach Gott. Oh, Missverständnis. Hat mich doch nur mal so interessiert. Sorry, mein Fehler. Ja, hallo, hier ist der Lutz. Ist der Garten noch da? Ich sag, welcher Garten? Der Garten, den würd ich nehmen. Ja, aber sag mal, noch eine Frage. Warum soll ich in dem Garten da Herbstblüher horten? Was? Wieso Herbstblüher horten? Na, weil Sie doch schreiben, horten Sie Herbstblüher. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Frau Hohnstein und ich interessiere mich für Ihre Hydrangea Macrophylla. Und ich wollte einmal in Erfahrung bringen, wie oft war denn die Hydrangea Macrophylla in Floribus und sind die Flohs Axylat? Ich sage, die ist blau. Aber die ist auch schon weg, leider. Mea culpa. Also ich muss ehrlich sagen, vor der letzten hatte ich Angst. Ich denke mir, ne Mensch, wann ruft denn die Anja mal wieder zurück? Eine Stunde, zwei Stunden, drei. So, dann ruft die zurück, völlig aufgelöst. Bin ich da richtig? Ich sage, ja, Anja. 0351. Anja, ja, Anja. Die blaue Gartenhortensie. Ja, Anja, ich bin's wirklich. Blaue Gartenhortensie. Ja, Anja, ja, doch. Du hast doch gesagt, du willst mich wieder zurückrufen. Ich sage, nee, stopp, Moment mal. Anja, du hast gesagt, du rufst zurück. Ich hab gewartet. Ich hab gesagt, Anja, jetzt nicht weinen, Anja. Ich dachte, du rufst mich nie wieder an. Ich sage, ach, Anja. Darf ich bitte ein Foto haben? Ich sage, Anja, das geht mir alles ein bisschen zu schnell jetzt. Ich bin nie so fotogen. Von der Gartenhortensie. Ach so. Ja, ich kann mir es irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich hab gesagt, gut, Anja, mach ich. Da hat sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben. mauerblümchen@hotmail.de
Und dann haben wir aufgelegt. Sagt sie, aber du zuerst. Ich sage, gut, mach ich, Anja. So, das Blöde war nur, ich war wieder zu voreilig. Ich hab doch gar kein Fotoapparat. Ein Smartphone hab ich auch nicht. Scheiße. Ich bin dann auf eBay Kleinanzeigen. Ich hab dann geguckt und hab gesucht. Stand dort, Nikon Coolpix 90 Euro. Hab ich mir die Anzeige aufmerksam und gewissenhaft durchgelesen, habe mir Notizen gemacht und erst dann habe ich angerufen und ging gut vorbereitet in das Gespräch. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Wallisch, ich interessiere mich für Ihre Nikon und ich habe nur eine Frage, was noch nicht aus Ihrer Anzeige hervorgeht. Kann man mit diesem Fotoapparat auch eine blaue Gartenhortensie fotografieren? Oh. Und da hat er ganz sachlich und freundlich geantwortet. Der hat sich sogar entschuldigt. Er hat gesagt, ja, es täte ihm leid, das hat er versäumt, mit reinzuschreiben. Das würde nämlich extra auf der Verpackung stehen, nur für Buchsbäume geeignet. Ich denk mir, gut, dass du nachgefragt hast. Aber schöner Zufall, sagt er, er hätte zufällig noch eine Spiegelreflexkamera, mit der könnte man ganz hervorragend blaue Gartenhortensien abbilden. 455 Euro und sie gehört mir. Ich habe gesagt, wunderbar, mit dem Mann kann man doch reden. Ja? Ich kaufe also das Ding, fotografiere die blaue Gartenhortensie und das Foto sah hervorragend aus. Da hatte der Verkäufer wirklich recht. Ich schicke das an die mauerblümchen@hotmail.de, an die Anja und die ruft auch tatsächlich zurück. Ich spare mir jetzt aber mal einen Vorspann, ich spule mal 10 Minuten vor. Ich sage, ja, Anja, ich bin's. Und gibt's die wirklich noch? Ich sage, ja, Anja, ja, hast du das Foto gesehen? Ja, deswegen rufe ich ja an. Ich sage, ja, Anja, die ist ja blau. Ich sage, Anja, ja, die ist blau. Also, weißt du, ich bin jetzt mal total spontan, ich bin jetzt mal wie ein bisschen verrückt. Ich sage jetzt einfach mal, ich nehme sie. Ich denke mir, Wahnsinn. Eine Entscheidung nach nur einem Tag telefonieren. Ich sage, Anja, schön, ich freue mich. Ja, pass auf, ich packe dir die Gartenhortensie schön ein. Ja, dann kommst du zu mir in meinen Garten, holst sie dir ab und dann können wir sogar noch einen Kaffee trinken. Machen wir so, Anja? Hm? Anja? Anja? Ach, sagt sie. Ach, die ist für den Garten. Ich sage, ja, Anja, es handelt sich um eine Gartenhortensie. Aber meine Mutter hat doch gar keinen Garten. Ich sage, aber Moment mal, Anja, ich denke, deine Mutter hat eine Sitzecke. Ja, im Wohnzimmer. Ich sage, Anja, 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 Anja. Ups, sagt sie und lacht doch. Ja, ups, toll. Aber den Kaffee würde ich nehmen. Ich sage, vergiss es. Es tat mir aber dann leid. Das tat mir dann auch leid. Am nächsten Wochenende saß sie dann bei mir im Garten mit ihrer Mutter. Ich hatte extra noch Gulasch daheim gemacht. Ja. Ja, und mit in den Garten gebracht. Dann saß man dort. Ja? Die Anja, ihre Mutter, die Marion und ich. Schön war's. Es war wirklich schön. Bis die Mutter sagt, ach, guck mal, Anja, da drüben, die Hortensie, die blaue. Oh, die ist aber schön. Ich sage, ja, aber leider haben sie ja keinen Garten. Sagt die Mutter, nee, ich nie. Aber meine Anja.